Ja, Tag zusammen. Ich schalte mich auch mal wieder in die verschiedenen Diskussionen ein. Habe auch gleich mal wieder mit dem Füllwort gestartet, versuche das natürlich zu reduzieren. Es ging um die Schnelllebigkeit unseres Hobbys. Anstoß gab dieses Mal, glaube ich, das Tabletop Basement. Und dann folgten der kleine Krieger und ja, ich bin wieder top vorbereitet. Der Weekend Wizard war es, glaube ich, ne? Genau. Ich glaube, der war noch vom kleinen Krieger dran. Ja, ich schalte mich da jetzt einfach mal ungefragt dazwischen, weil ich gerne diskutiere und das einfach mal zum Anlass nehme, wieder mal was aufzunehmen, was ich ja relativ selten in jüngster Vergangenheit getan habe. Ja, also es ging ja mehr oder weniger darum, ob unser Hobby zu schnelllebig ist. Das wurde auch jetzt nicht groß philosophisch irgendwie angegangen, sondern ganz konkret mit Zahlen. Dass wir eine zu hohe Kickstarter-Rate haben, dass Games Workshop zum Beispiel wie bekloppt Dinge veröffentlicht, nach und nach Boxen raushaut, neue Spiele, Grundspiele, Systeme, wie auch immer. Ja, ich fange einfach mal gleich an damit, wie ich das sehe. Ich sehe es ein bisschen anders. Erstmal vorweg sehe ich da das Problem ganz einfach bei den Spielern selber. Wenn euch das überfordert, das war ja so ein Begriff, der dann mehrmals fiel, ja, dann lasst es doch bleiben. Also ich verstehe so diesen Punkt nicht. Entweder ich will das Zeug haben, dann kaufe ich es und dann steht es halt da und dann gucke ich es mir an und dann finde ich es schön und dann überlege ich mir vielleicht irgendwann mal was damit zu machen oder auch nicht, weil ich ja noch an 3, 4, 5, 6, 38, wie auch immer, anderen Projekten sitze. Oder wenn mich das eben stört, dieses ständige Kaufen und unter Druck stehen, das dann irgendwie fertig zu machen, dann lasse ich es halt bleiben. Also ist es ja ein Hobby, mich zwingt ja keiner dazu. So, das erstmal vorweg. Ja, mag einen gewissen sozialen Druck geben, dass man in einer festen Gruppe spielt und da dann natürlich auch irgendwie mal was liefern muss, wenn man gesagt hat, wir spielen jetzt das und das. Ja, wenn wir jetzt alle sagen, wir spielen jetzt, weiß ich nicht, Chain of Command, dann müssen wir natürlich auch alle irgendwann mal damit loslegen, ne? Wenn wir nicht gerade auch noch andere Systeme haben, die wir spielen könnten. So. Ja, und auch einige Sachen, die da genannt wurden, jetzt zum Beispiel ein Tabletop Basement, was da neu kam. Nemesis, Karneval, muss ich sagen, kenne ich jetzt beides nicht. Vielleicht seid ihr mal nicht so sehr am Puls der Zeit, sondern nehmt euch mal raus und ignoriert mal den ganzen Krempel, der da so kreucht und fleucht. Zumindest zum bestimmten Teil. Ja, und dann Gaslands und Last Days, gut. Also da muss ich sagen, jetzt gerade beim Tabletop Basement, da wurden ja coole Videos gemacht zu Project Z zum Beispiel oder zu The Walking Dead. Und wenn ich das alles hab und dann kommt Last Days raus, ja, dann kann ich doch Last Days einfach spielen. Da muss ich ja gar nichts mehr für machen. Ich kaufe mir einfach das Regelwerk, teste das aus, gucke, ob das gut ist oder auch nicht. Und wenn es gut ist, dann lasse ich die anderen beiden halt sein. Also dann wird halt nicht mehr Project Z und Walking Dead gespielt, sondern eben Last Days. Oder es ist schlechter als die anderen beiden und dann spiele ich einfach von den anderen beiden. Also, ja. Ja, und Saga 2.0 ist ja im Grunde genau das Gleiche. Die meisten Leute, die vorher schon Saga gespielt haben, die haben ihre Armee ja fertig. Man braucht ja nichts Neues und es hat sich ja nichts an den Aufstellungen geändert, also so gut wie nichts. Vielleicht muss man einen Punkt mehr bemalen, gut, dann muss man 4, 8 oder 12 Modelle mehr bemalen. Ja, okay. Aber im Großen und Ganzen ist das ja jetzt nicht so, dass man das einfach im Boden stampfen muss. Ja.
Also dieses Ganze, das blinkt und leuchtet und ich will es haben, weil es neu ist, das, Entschuldigung, aber das muss er selber lösen. Das ist eine Disziplinfrage, das muss man irgendwie hinbekommen oder eben auch nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin der, der da immer das straff durchzieht. Ich habe hier auch viel zu viel Zeug stehen, was ich nicht brauche, was ich auch wieder abgeben könnte. Aber jetzt zum Beispiel von diesen ganzen Games Workshop-Veröffentlichungen, die da rauskamen, habe ich genau gekauft nichts. So. Ihr müsst vielleicht auch mal, oder vielleicht müssen wir generell alle ein bisschen mal uns fokussieren, in uns gehen, überlegen, was können wir denn in unserer Lebenszeit dann noch so schaffen. Was will ich jetzt ganz konkret spielen und was habe ich denn für Leute bei der Hand, mit denen ich das auch spielen kann? Es gibt natürlich auch immer so Seelenprojekte, nenne ich das immer, die man nur für sich macht, wenn man die vielleicht niemals spielen wird. Aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen fange ich kein System an, für den ich mindestens zwei Mitspieler habe, auf die ich mich verlassen kann, die da mitziehen. Liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich meistens Systeme mit großen Armeen spiele. Da sitzt man dann was länger dran. Vielleicht ist man auch deshalb fokussierter, diesen ganzen Skirmish-Krempel. Der reizt mich jetzt nicht so. Ist nicht so ganz mein Thema. Passt auch nicht so in meinen Alltag, sage ich mal. Ich habe nicht so oft Zeit zum Spielen. Und wenn ich dann spiele, dann spiele ich aber mit richtig Material auf dem Tisch und nicht 10 Mann. Das ist mir dann ein bisschen zu mager, muss ich sagen. Jetzt einfach für die Optik. Ich finde halt große Armeen cooler. Heißt aber auch, dass ich natürlich länger dran sitze. Jetzt an meinen Nordstaatlern zum Beispiel für den amerikanischen Bürgerkrieg sitze ich seit Weihnachten 2016. Also jetzt so ungefähr 1,5 Jahre. Und eigentlich für das bevorzugte System, was wir spielen, Longstreet, könnte ich auch schon fast wieder aufhören, da weiter dran zu arbeiten. Ich arbeite aber gerne dran. Das ist so ein Endlosprojekt, sage ich mal. Anders wie bei meinem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, da ist die Armee halt fertig. Sieht aus wie so eine typische Armee aus der Zeit eben aussah. Gut. Da könnte ich auch noch das eine oder andere natürlich ergänzen, das kann man immer, aber eigentlich ist sie fertig. Ist auch genauso mit meinem Projekt für Worringen, meine bergischen und märkischen Kämpfer, die sind durch, mehr brauche ich nicht. Ich habe ausstehen jetzt als Nahziel noch 4 neue Sachen oder 4 neue Sachen. Neu sind die jetzt auch nicht mehr, aber 4 Sachen, die ich gerne noch als nächstes so wirklich konkret machen will. Das ist ein Projekt für die Antike, Karthager werden es wohl. Dann für die napoleonischen Kriege, das sind Österreicher in meinem Falle. Beide Projekte sind wieder Armeen und beide Projekte haben ein ganz klar umrissenes Ziel, bei dem dann eben Ende ist. Und genauso mache ich das bei Kongo. Da habe ich eine Truppe mir zusammengestellt. Die wird auch nicht mehr größer, denke ich. Ich sage bewusst, ich halte das mal ein bisschen relativ, denke ich. Man kann natürlich immer mal irgendwo noch eine Miniatur finden, die man toll findet und die man dann ergänzt. Und klar, alles kein Thema. Aber einfach mal sagen, so, das ist jetzt so fertig und ich habe da keinen Druck, da noch mehr zu machen. Und das Letzte ist was ganz Kleines, das wird wohl ein Blood Bowl Team werden, damit ich da auch mal wieder ein bisschen was machen kann, weil mein bester Freund Blood Bowl spielt und sonst eigentlich relativ wenig. Und da kommen wir dann überein. So, und da wären wir dann auch bei dem Punkt, was motiviert mich denn dazu, das zu machen? Es kann auch nicht sein, dass einfach alles, was man mir Neues von Latz knallt, ich gleich anfangen muss. Warum nicht mal lieber danach gucken, finde ich dafür Mitspieler? Ist das wirklich was, was ich ganz konkret bemalen will? Also reizt mich das wirklich so sehr, dass ich da auch noch nächstes Jahr dran arbeite und nicht nur dieses? Jedenfalls bei größeren Ringen, für mich ist das ein Riesenthema. Habe ich dafür vielleicht auch Gelände oder entsprechendes Material? Ich habe jetzt auch nicht endlos Lagerraum. Kann ich das hier ganz konkret spielen? Ist natürlich was anderes, wenn ich einen Verein zur Verfügung habe. Das habe ich theoretisch auch. Das heißt theoretisch auch ganz praktisch. Ich spiele auch gerne im Verein. Ich
Muss aber sagen, dass meine Lebenswirklichkeit jetzt zuletzt stärker dahin ging, dass ich auch mehr zu Hause gespielt habe und das wird wahrscheinlich auch mehr werden. Und da möchte ich dann natürlich auch meine Be Lieblingssysteme, sage ich mal, möchte ich dann auch hier spielen können. Ja? Das meiste ist natürlich mit generischem Gelände getan, aber das eine oder andere Besondere braucht man ja schon mal. Ich habe zum Beispiel jetzt, um Stichwort Kongo da mal zu bleiben, ich habe keinen einzigen Krümel hier Dschungelgelände. Da werde ich wohl dann auch noch ran müssen. Das muss man vielleicht auch berücksichtigen. Ja, während jetzt für den amerikanischen Bürgerkrieg oder amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ich das Gelände ja einfach nahtlos übernehmen kann. Ich kann einfach das gleiche nehmen. Ist ja völlig egal. Ich meine, die Konflikte liegen ein bisschen auseinander, aber die Häuschen, die sahen halt genauso aus. Ja. Ich denke, da muss man auch ein bisschen diese äußeren Faktoren halt beachten. Ne? Finde ich dafür Mitspieler. Das, was sie beim Basement oder auch, glaube ich, beim kleinen Krieger sagten, dass es immer darauf ausbaut, dass es halt simpler ist, dass das zugänglicher ist, dass es einfach, ja, der Markt geflutet wird mit Auswahl. Das nehme ich auch so wahr. Ich mache mich aber, da muss ich sagen, weitgehend von frei. Dieses Ganze, das System muss immer weiter unterstützt werden und so ein Krempel, das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Also ich spiele Regelwerke, die werden überhaupt nicht unterstützt. Ich habe halt meine Leute dafür und da haben auch die Regelwerke mit den Miniaturen nichts zu tun. Das ist vielleicht auch einfach ein Ding im historischen Wargaming, sage ich mal, ist das vielleicht einfach gängiger. Ja, so, wenn der Markt aber so geflutet ist, ihr aber logischerweise nicht mehr Zeit und mehr Geld habt, dann müssen entweder neue Kunden her oder hier entsteht halt gerade eine Blase und am Ende dieser Blase werden ganz viele Firmen vor die Hunde gehen. Ersteres wäre mir natürlich lieber, aber zweiteres heißt ja, wenn ihr jetzt wahrnehmt, wir können uns das alles gar nicht mehr leisten und es macht auch überhaupt keinen Spaß und ich bin überfordert, dann findet da ja ein Umdenken statt, weg von diesem, ich kaufe einfach alles, was auf den Markt geschmissen wird, hinzu. Wir konzentrieren uns jetzt mal. Ich weiß das noch aus dem, auch aus dem historischen Wargaming, dass es Zeiten gab, wo man Deutschland im Grunde mehr oder weniger, ja, man könnte schon fast sagen, so eine Landkarte aus Deutschland hätte machen können, wo welche Systeme gespielt werden. Also bevorzugt die meisten gespielt würden. Ja, also Koblenz zum Beispiel, in die Ecke, da gibt es eine riesige Field of Glory-Fraktion. Ulm und Umgebung ist sehr bekannt für DBA, gab es aber auch anders. Der Münchner Raum war lange so eine Warhammer Historical Hochburg. Was da jetzt aktuell ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ja, und das kommt man dann so ein bisschen ver. Man könnte ja wirklich eine Karte von Deutschland einfärben können und dann hätte man so Regionen gehabt, wo was schwerpunktmäßig gespielt wird, könnte man sagen. Und davon, da sind wir natürlich da auch lange weg, weil es einfach da mir auch mehr Systeme gibt. Und ich denke mal, hier im fiktionalen Bereich wäre das utopisch, wenn man sich anguckt, was da ja, pro Woche allein an neuen Krempel auf den Markt geworfen wird, dann ja, da muss man ja leider sagen, da findet so eine Verinselung statt. Da kann man eigentlich kaum noch wirklich Spieler für finden. Es sei denn natürlich, ein System setzt sich so richtig durch. Ja, also wir würden jetzt da einfallen. Frostgrave ist wahrscheinlich was, wo man noch relativ gut Leute für findet. Age of Sigmar und Warhammer 40.000 ganz bestimmt auch. Und das ist ja der Witz bei Kill Team. Ne? Jemand, der 40.000 spielt, der kann sich ja einfach das Buch kaufen. Und gut ist, man braucht ja auch nicht für jedes Regelwerk neue Figuren. Ich habe das eben schon bei dem Zombie-Beispiel gesagt, ist ja gar nicht nötig. Und es macht, ehrlich gesagt, also finde ich, empfinde das so, es macht mich wesentlich glücklicher, auch seitdem ich viel stärker darauf achte, eben Projekte auch mal fertigzustellen.
mir Ziele zu setzen und die dann wirklich abzuschließen. Und das motiviert mich dann auch wieder zum nächsten. Und ja, weiß aus meiner eigenen Gesundheitsgeschichte, sage ich mal, dass man auch ein bisschen auf sich da einfach beachten muss, gerade wenn man sich in der Freizeit damit beschäftigt. Es geht ja nur ums Herz, es geht ja um nichts anderes. Es geht ja nur um die eigene Freude. Und alles andere spielt doch keine Rolle. Und das andere wäre, wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ich lebe ja noch irgendwie in einer sozialen Beziehung, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form lebt ja jeder in sowas. Also man hat ja auch Freunde, die nicht wargamen, ist gegebenenfalls verheiratet, hat Kinder, Eltern, Familie. Mit denen verbringt man ja Zeit. Ganz nebenbei müsste auch irgendwo das Geld fürs Hobby und für alles andere herkommen. Man arbeitet also in der Regel auch. So, und dann bleibt da ein paar Stunden in der Woche übrig, wo man sich freizeitlich beschäftigen kann. Wenn man jetzt noch irgendwie nebenbei ein bisschen was anderes macht, mal Computer spielt oder Filmchen guckt. Ja, oder irgendwelche bekloppten Aufnahmen für YouTube macht zum Beispiel. Dann würde ich sagen, bleibt eben nicht mehr so viel, was man noch machen kann. Und da muss man sich dann überlegen, was man macht. Und ja, ich muss da vage bleiben. Ne? Ich habe überhaupt keine Idee, was euch gut tut, was eure Lösung ist. Aber offensichtlich ist das, ich kaufe immer weiter, nicht die richtige Lösung. Und ja, da würde ich sagen, dann baut euren Berg der Schande mal ab. Also mir hilft das regelmäßig hier auszumisten, Dinge zu verkaufen. Manchmal vertausche ich sie dann auch gegen Dinge, die ich neu haben will. Und dann wirklich zu sagen, so, Linie ist gezogen und jetzt mache ich was anderes. Oder ich mache mal an einem Kernprojekt weiter. Wie gesagt, was bei mir so dieses Dauerthema ist, ist amerikanischer Bürgerkrieg da. Also da bemale ich Figuren, wie ich das so schön sage, manchmal zufällig. Die stehen halt rum und ich habe mir nicht so richtig überlegt, was male ich denn heute. Und dann, während ich mir das überlege, male ich dann halt Blauröcke an. Oder Grauröcke, je nachdem. Aber tendenziell eher die blauen. Ja, und manchmal ist dann so ein Regiment fertig und dann fällt mir ein, stimmt, jetzt könnte ich ja mal schönes Modell. Einzelmodell oder so für einen netten Skirmisher, den ich hier noch abmalen. Aber ansonsten haben bei mir eigentlich alle Projekte eine Grenze. Die lege ich meistens vorher bei der Planung fest und gut ist. Oder aber ich habe eine Sammlung dann auch fertig und teste mal neue Regeln. Das kommt auch schon mal vor. Das empfinde ich aber nicht so sehr als Stress. Am Ende des Tages kann ich ja nur eins spielen. Es sei denn, zwei gefallen mir und ich kann so zu verschiedenen Anlässen das wechseln, aber gut. Aber im Kern spielt man ja eigentlich eins dann und ne, ich habe auch eine Sammlung an Zombie-Modellen und Überlebenden, wie die Jungs vom Tabletop Basement und da habe ich jetzt inzwischen vier Regelwerke durch und Last Days würde dann das fünfte werden, aber das werde ich mir wahrscheinlich auch noch besorgen. Weil es so schön einfach ist. Ne? Ich habe die Figuren ja. Und das kann man, denke ich, auch bei vielen anderen Skirmishern machen. Wie gesagt, die 40.000 Spieler, die können ohne Probleme ja auch Killteam spielen. Und ja, wahrscheinlich, also Age of Sigmar, da kannst du dir auch ja mal Dragon Rampant greifen und damit spielen. Entschuldigung, ist schon mal spät. Vielleicht ist das erstmal eine Lösung. Wenn ihr immer was Neues haben wollt, dann kauft euch doch einfach mal nur das Regelwerk und spielt mit euren alten Figuren das neue Regelwerk. Das ist auch mal ein Tapetenwechsel. Ich bleibe aber viel lieber, muss ich sagen, auch länger mal bei einem System, denn dafür habe ich ja was bemalt, dafür habe ich Aufwand betrieben, dann möchte ich damit auch spielen. So. Und spielen ist mir eigentlich das Wichtigste. Deswegen. Ja, lohnte sich das Portfolio vielleicht auch nicht zu voll zu packen. Wobei meins ja schon meiner Empfinden nach sehr voll ist. Die Truppe für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg habe ich bestimmt auch schon 2 Jahre nicht mehr angepackt.
Herr der Ringe noch viel länger nicht, obwohl es alles fertig ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich es halt da, könnte es spielen, ist bei den anderen Sachen auch so. Wie oft ich das dann bespiele, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auch da ist wieder amerikanischer Bürgerkrieg das Hauptsystem. Saga spiele ich in der Regel einmal im Jahr. Jetzt, wo 2 rauskam, auch ein bisschen häufiger. Tja, bei den anderen wird sich's zeigen, ne? Also ich kann auch nicht sagen, wie oft ich jetzt meinetwegen die Karthager in die Schlacht führen werde. Ja, wird sich zeigen. Also ich, wie gesagt, ich will mich da gar nicht von frei machen. Ich habe auch bestimmt viel zu viele Sachen. Meine Frau wird das bestätigen. Aber ich bin da noch in so einem Level, wo ich das nicht als Problem empfinde. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich das eben stärker reflektiere als vielleicht andere. Nicht so impulsartig kaufe. Gehe selten in den Laden einfach nur um zu gucken und nehme dann irgendwas mit. Also doch, dann nehme ich schon was mit. Farben zum Beispiel oder Grundierung, Pinsel, sowas. Vielleicht auch mal eine Zeitschrift. Ansonsten gehe ich wirklich mit einer ganz klaren Vorstellung und Kaufabsicht dahin. Ja, weil ich das dann ganz konkret haben will. Ja. Und ich würde es mal so versuchen. Also wirklich sich das alles ein bisschen genauer zu planen. Und dann nicht immer so schlagartig. Und ja. Ansonsten, ihr müsst da mal eure Impulse in den Griff kriegen, würde ich sagen. Ja. Triebe, sage ich jetzt mal ganz platt. Also dieses, ich unterliege immer diesem New and Shiny. Ich meine, wir reden ja, wir sind alles erwachsene Leute. Ja, kann ja nicht sein. Also, das muss man ja mal ablegen, so langsam. Ne? Gut. Wir sind jetzt schon wieder über 20 Minuten geworden. Ich sag mal, gehabt euch wohl. Halt die Ohren steif. Ich bin echt gespannt auf das nächste Thema und wer es loslegt. Das Thema ist ja noch nicht abgeschlossen, voraus, weil ja noch der vom Weekend Wizard nominierte, der Chefoberboss ja eigentlich auch noch was machen muss. Vielleicht hat er es auch schon, aber ich habe das Video, eigentlich hätte ich das im Abo haben müssen, dachte ich. Aber ich gucke gleich mal nach, ob er es vielleicht doch schon fertig hat. Sonst muss ich meins ja noch ganz zügig hinterher schieben, bevor der nächste sein neues Thema raushaut. Dass es jetzt nicht mehr einmal die Woche ist, wie es ursprünglich vom Phantasa Studio war, finde ich ganz gut. Dass wir da so ein bisschen flexibler sind. Ja, ansonsten fröhliches Antworten und Mitdiskutieren wünsche ich allen und eine gute Nacht. Bis neulich, gehabt euch wohl, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.